Herzlich willkommen zu den MWA TV News. Es ist bald soweit. Am 3. März 2012 veranstaltet die Mad Wrestling Association nach 1,5 Jahren das erste Mal wieder in der Lübecker Hansehalle. Karten gibt es natürlich wie immer an allen bekannten Vorverkaufsstellen. In der heutigen Ausgabe der TV News allerdings wollen wir uns ein paar Geschehnissen der letzten Veranstaltung am 19. November 2011 in Eutin widmen. An diesem Abend stand alles unter dem Losverfahren. Das heißt, alle Kämpfe wurden ausgelost. Und so kam es zu einer überraschenden Paarung im Titelkampf. Der am 19. November amtierende MWA-Champion Leon von Gasteren traf auf den ehemaligen Champion Michael Knight. Da beide hervorragende Techniker sind, versprach es ein sehenswerter Kampf zu werden. Was aber tatsächlich passierte, war beim besten Willen nicht zu erwarten. Und der Kampf beginnt. Ihr Handshake von Michael Knight und Leon von Gasteren, beide faire Sportsmänner. Beide faire Sportsmänner, genau deswegen ist das Publikum ja auch hinter ihnen. Und deswegen dürfen wir auch wirklich einen herausragenden Kampf erwarten. Technisch ausgereift, prophezei ich jetzt einfach mal. Und beide gehen jetzt in den Lock-up. Ja, leichte Vorteile hier bei Leon von Gasteren, wird aber fair gelöst. Oh, hier Schulterblock von Leon von Gasteren und Michael Knight rollt sich heraus. Oh, das war wohl doch schmerzhaft. Oh, das sind Szenen, die erinnern mich an die Veranstaltung im April. Ja, als Michael Knight sich wirklich verletzt hat. Und dann Steve Douglas vor ihm geflohen ist. So muss man es ja wirklich sagen. Er ist geflohen vor Michael Knight. Michael Knight wird jetzt hier angezählt und kommt rechtzeitig wieder in den Ring. Handshake hier von Leon von Gasteren. Oh, das... Ja, er hat den Handshake erwidert, aber die Körpersprache... verwundert mich. Oh, Waistlock von Knight. Jetzt der Leon von Gasteren. Leon weicht aus. Oh, ist er... knickt irgendwie um, jedenfalls unglücklich gelandet. Ringrichter geht dazwischen, hält Michael Knight einmal davon ab. Leon hält sich, was hält er sich? Oberschenkel, das Knie. Sieht aus wie das Knie, das linke Knie. Oh, kann nicht richtig auftreten hier. Oh, das wäre ja übel, wenn jetzt hier wirklich der Kampf abgebrochen werden muss. Das kann nicht sein. Na, Leon signalisiert hier, nein, er macht weiter, er kämpft weiter. Aber wenn Knight ein fairer Sportsmann ist, dann wird er natürlich jetzt Rücksicht auf das Knie nehmen. Der Ringrichter fragt nochmal nach. Handshake von Michael Knight. Oh, oh! Michael Knight geht hier auf das Knie von Leon von Gasteren. Also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und er bearbeitet weiter das Knie von Michael Knight. Also das verstehe ich jetzt beim besten Willen nicht. So kennen wir ihn nur überhaupt nicht. Ich bin schockiert und die Zuschauer offensichtlich auch. Wir hören das Buhen. Er guckt auch sehr verärgert, muss ich sagen. Also, da bin ich sichtlich. Und nochmal auf das Knie. Also, das sind ja unschöne Szenen, die wir uns hier anschauen müssen. Und das mit Michael Knight. Also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ich sehe schockierte Gesichter in den Reihen der Zuschauer. Und ja, unschöne Gesten zu den Zuschauern. Meine Güte. Eigentlich der Publikumsliebling hier, Michael Knight. Verhöhnt das Publikum, geht auf das verletzte Knie von Leon von Gasteren. Das darf nun wirklich nicht wahr sein. Das Publikum und die Fans von Michael Knight waren von den Geschehnissen total geschockt. Das war das erste Mal in der Karriere des Michael Knight, dass dieser zu solch unfairen und zum Teil illegalen Aktionen griff, um ein Match zu dominieren. Was wir eben sehen mussten, war schon sehr grenzwertig. Obwohl Leon nun aufgrund seines angeschlagenen Knies nicht mehr hundertprozentig fit war, konnte er trotzdem in dem Match recht gut mithalten. Der Kampf war sehr ausgeglichen. Leon konnte mit schnellen, harten Aktionen immer wieder in den Kampf zurückfinden, obwohl die unfairen Aktionen von Michael immer weiter zunahmen. Was aber in diesem Match noch passierte, sollte wirklich jede Sympathie für Michael Knight in Frage stellen. Michael Knight kommt langsam nach oben. Leon will anscheinend jetzt beenden das... Der Cutter, nein, Knight kontert. Oh. Oh. Ah. Oh, sehr schöne Kombination. Und das Cover. 1-2. Mann, das war knapp. Technisch fantastisch ausgeführt hier von Michael Knight.
obwohl ich momentan eigentlich ihm das nicht mehr so richtig gönnen würde. Half Boston Crab jetzt. Ich muss ganz ehrlich sein, Michael Knight tut alles dafür, den Titel zu gewinnen. Aber er hat ihn nicht verdient. Mit seiner Art und Weise zu kämpfen, hat er es nicht verdient. Und er schreit hier immer wieder, Leon soll aufgeben, gib endlich auf. Immer wieder Aktion hier gegen das Knie. Leon versucht sich hier zu befreien. Und da tritt daneben und das Cover. 1, 2. Leon kämpft. Der Leon Cutter. Das muss es sein, jetzt roll dich rüber und cover ihn. Der Finishing Move von Leon von Gasteren. Oh, jetzt muss wirklich sofort das Cover folgen. Das dauert viel zu lange. Ich glaube aber, dass Leon gemerkt hat, dass das viel zu lange gedauert hat. Er konnte sich nicht aufgrund der Aktion die Einstellung sofort rüberrollen. Deswegen will er jetzt mehr machen. Er will seinen Big Splash zeigen. Ja, er will vom obersten Seil. Was sehen wir da im Hintergrund? Das ist doch Masterpiece Marcellus. Greift ein. Der Ringrichter bricht den Kampf sofort ab. Was machen Forward und Masterpiece denn hier? Eingriff hier von Forward und Masterpiece. Ist das der Neid von Masterpiece, dass er jetzt in den Titelkampf eingreift oder was? Aber ja, Leon von Gasteren bleibt internationaler Champion. Aber ich verstehe das gerade nicht, was da im Ring geschieht. Forward greift jetzt hier den Ringrichter an. Also das haben wir auch noch nicht erlebt, dass der Ringrichter so attackiert wird. Aber ich verstehe das nicht. Michael Knight. Ja, Michael Knight war am Anfang, Masterpiece Marcellus war am Anfang der Veranstaltung ja schon sauer auf Leon von Gasteren. Ja, aber auch auf Michael Knight. Aber ich verstehe das nicht, was da im Ring geschieht. Ich meine, auf der einen Seite kann ich verstehen, wenn Michael Knight aggressiver zu Werke geht, weil er den Titel unbedingt haben will. Aber das, was hier geschieht, geht mir viel zu weit. Ja, siehst du doch hier, Michael Knight sagt doch jetzt zuvor, wir kommen nicht solche Aktionen hier. Das wollen wir nicht sehen. Jetzt steckt Michael Knight auf Seil. Mit dem Gürtel in der Hand. Mit dem Gürtel. Schlägt auf Leon. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, das, was ich da im Ring sehe, ist meine allerschlimmste Befürchtung, mein allerschlimmster Albtraum. Michael Knight beschimpft jetzt hier Leon von Gasteren. Was ist das? Wer ist das? Das ist X-Man. Der X-Man. X-Man kommt mit einem Stuhl. Hat noch keiner ihn bemerkt? Chairshot gegen Forward. Und Masterpiece und Knight hauen ab. X-Man kommt hier. Leon von Gasteren zur Hilfe. Wenn ich immer noch absolut schockiert bin, dass Michael Knight und Masterpiece Marcellus offensichtlich gemeinsame Sache machen. Ja, und Michael Knight gönnt sich jetzt hier erstmal ein Bier. Also das sind Szenen, die... Ich bin total fassungslos. Das ist ein absolut anderer Mensch. X-Man greift sich jetzt hier vorwärt und schmeißt ihn aus dem Ring hinaus. Nein, schmeißt er ihn schon fast in den Ring wieder rein. Mit der Wucht. Leon rappelt sich langsam hoch hier. Hat den Stuhl in der Hand. Kann immer noch nicht auftreten. Ich dachte, jetzt schlägt er hier gegen X-Man. Ich verstehe das hier alles nicht mehr. Aber das Publikum sagt ihm gerade hier, X-Man hat damit nichts gemacht. Masterpiece Marcellus, Forward und Michael Knight verlassen hier die Halle. Als Team? Aber Leon ist immer noch amtierender Champion. Und bekommt den Gürtel hier von X-Man überreicht. Ja, da sehen wir drei Mann am Entrance und zwei Mann im Ring. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die so keiner erwarten konnte. Völlig überraschend hier, aber weiterhin amtierender MWA-Champion Leon van Gasteren. Da Michael Knight disqualifiziert wurde, ist Leon van Gasteren weiterhin amtierender internationaler MWA-Champion. Die Geschehnisse dieses Abends in Eutin vom 19. November 2011 werfen ihre Schatten auf die kommende Veranstaltung am 3. März voraus. Leider hat Michael Knight sich zu diesen Aktionen immer noch nicht geäußert und war bisher auch zu keiner Stellungnahme bereit. Allerdings hat ein anderer in der MWA sehr bekannter Kämpfer dies getan. Es liegt im MWA-Office eine offizielle Herausforderung gegen Michael Knight für den 3. März in der Lübecker Hansehalle vor.
Michael Knight wird also am 3. März in der Lübecker Hansahalle auf jeden Fall antreten müssen. Die Frage ist, gegen wen?